Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesischer Marsch. Ja, mit dem Ostfalen TV natürlich. Hallöchen! Und bei dem J-Gamer, wo er gerade irgendwie übelst laut ist. Einen schönen Montagnachmittag. Genau. Natürlich. Wir haben uns natürlich die Folge angeschaut, wer schuld war, und wir sind zum Entschluss gekommen. Das war natürlich Ausgang. Das war natürlich meine. Was? Nee, im Ernstfall, es war das zweite der Schuld. Nein! Ich bin ein bisschen rübergekommen und er ist ein bisschen rübergekommen. Echt so. So, ich bin gerade die Anhänger weg zur Biodieselproduktion. Nein. Ja. Ich bring kurz den Ladewagen weg, weil der gemietet ist. Ey, das war jetzt wirklich nicht meine Schuld. Das war den scheiß Auto bei dir. Na klar. Ich war ja auch schuld, gell? Weil immer verteidigt er sich. Immer. Von wo ist das Kabel, bitte? Moment mal kurz. Ich wusste doch, es läuft doch was falsch. Warte, Leute. Jetzt wieder. Andrew. So. Ja. Nichts. So. Jetzt boom. Knall Gas. On the road again. Ich schau auch gerade. Du. Wie schnell fährst du gerade? Boom! Jetzt gerade 8 km/h rückwärts. Was hast du jetzt wieder angestellt? Ah, die Anhänger schieben. 0 km/h. Mann, fahr doch mit deinem scheiß Jeep! Also, die Anhänger schieben schon ein gutes Stück. Wieso, was ist denn jetzt wieder passiert? Ja, ich hab gebremst und die schieben so ein bisschen. So ein bisschen. Ja. Ja, es ist halt auch ein Fan. Was? Was ist? Ich hab gesagt, es ist halt auch ein Fan. Hä, der Fan steht an der Sehmaschine. Mit was ziehst du denn die? Auto. Nicht dein Ernst! Alter, nicht dein Ernst! Ich hab gedacht, er merkt das. Auto regelt, also. So, mein Fett und mein Geist wieder parken. So, wohin muss denn das gute Zeug? Und du ziehst die zwei Anhänger mit. Ja? Ja. Oh, der Jeep! Oh. Warte, muss. Oh, nice. Die wird wieder eine hohe Folge. Jetzt hab ich knappe 4 Minuten. Nicht ganz. Aber auch noch knappe 1 GB. Nice, oder? Ich will gleich nachschauen, Alter. Ja, nee, die kann ja nicht höher sein als ich. Wetten doch. Ich will nee, das, ich Junge, bin jetzt bei 2. 4 Minuten 1 GB. Ich bin jetzt bei 2 GB. Oh. Junge. Hey, wo muss denn das Zeug überhaupt hin? Vielleicht kann das auch nur der richtige Admin. Zeig mal, wo du stehst. Ach, nee. Jo, ich hab's gesehen, wohin es muss. Ey, kannst du bitte beim Fan das einstellen mit GPS? Danke. So, was? Ah, für Diesel. Ja, nicht für Speiseöl. Speiseöl brauchen wir gerade einen Moment nicht. Diesel ist am wichtigsten gerade. Mhm. Ja, weil mein Holz ein bisschen
die Sprit gern habt. Passt, sagst du? Ja. Ja, der Feldpastor auch, muss gerade richtig ran, wird dann nach. Ey, Junge! Du hast ja ein Tankvolumen in dem Tank von 600. Mhm. Und, Junge, soll ich dir mal was sagen? Was? Für nicht 2 Stunden, für 20 Minuten hast du jetzt gerade gebraucht Diesel 6 Liter. Der ist ja ein Fan, der hat auch mehr PS wie so ein Billo Dolz. Komm. Kann man halt nichts ändern. So, ab nach Hause. Nein. Das ist ja 6 Meter aus der Atmaschine. Was soll ich Was nicht? Wollen wir denn da überhaupt anziehen auf diesem Feld? Ja, ich weiß ja nicht mehr. Ich auch nicht. hau raus. Ich will mal sagen. Abgelehnt. Ich will mal sagen, ich weiß nicht ganz selber was. Warte mal kurz. Mhm. Oh, ich weiß, es gibt eine Produktion, wo wir gerne laufen bringen. Weißt du denn? Die Fischerei. Was muss man da machen bei der? Auf jeden Fall Diesel, das weiß ich. Und Paletten. Da müssen wir auch Forst machen, ja. Ja, Mann. Jetzt haben wir ein bisschen zu wenig Geld dafür. Auf jeden Fall habe ich dir das eingestellt mit dem Dolphin. Nice, danke. Deine Anhänger stehen gleich auch am Feld wieder. Ja, nice. Mhm. War ich ein bisschen frischer. Ja. Das ist jetzt das Angenehmste, was du nur machen. Lass das gerade dran am Jeep. Kann ich das abtanken gehen? Mhm. Jo. Kostet 10 wäre noch gut. Ja, was soll man denn da anziehen jetzt? Ja, was denn jetzt? Was denn jetzt? Weiß ich ja selber nicht. Soll ich jetzt das wissen? Sojabohnen. Von mir aus? Okay. Hast du auch unten ein Vorgewende gefahren? Nö. Oh Mann, dann muss ich fast in den Graben. Ey, na Spaß, doch hab ich. Nice. Boah, eigentlich, die Karte ist ja performt perfekt. Ich hab gerade 60 FPS die ganze Zeit. Mhm, ich esse. Ich auch. Oh. Jetzt gerade 55, aber bank zwischen 55 und 60. Juhu, ich bin mal 5 Gigabyte jetzt gelandet. Ach, komm. Ich bin bei 2,5, also nice. Kann ich mich schon zufrieden schätzen. Ich nicht. Ey, Jungs, und ich lade gerade. Nee, das ist ja brutal. Was denn? 60 FPS und ich lade gerade ein Video hoch. Das ist unglaublich. Das hat damit fast nichts zu tun mit Video laden. Ja, mit dem Ping hat es eigentlich zu tun. 45er Ping. Ich hab 30. Ja, aber ich habe ja immer ein bisschen mehr als du. Das stimmt sogar. Ich könnte eigentlich das bessere WLAN haben, aber ich habe doch ein bisschen ein höher Ping als er. Auch eigentlich nice. Und das ist eine Standardmaschine von Giants natürlich.
Eigentlich nice, wie ist das gemacht mit dem Einwurf da mit dem Rohr. Das fällt das rein in den Bunker. Das ist schon nice gemacht. Also ich kenne das noch von dem, wie jetzt, wenn nehmen wir den LS8 ins Maul, dann kannst du das gar nicht angucken, LS8. Oh nee, lass mal. Ich hab erst vor kurzem mal wieder gestartet. Boah, Junge, bekommst du einen halben Herzinfarkt, Alter. Von der Grafik schon. Also scheinbar ist ja der LS19, das ist ja der Premium-Simulator schlechthin. Das muss er ja sein, weil Giants muss ja viel ranbringen, weil Giants ist einfach ein Simulator, also besser gesagt ein Landwirtschaftssimulator. Das ist der, für mich, nicht kritisieren, nicht denken, dass ja, jeder hat seine eigenen Lieblingssimulatoren und so. Also für mich der beste Simulator, was es gibt. Ja, stimmt. Also jetzt, wie schon gesagt, für mich persönlich. Mhm. Da rede ich, glaube ich, von vielen Leuten, weil... Das ist der meistverkaufte Simulator, der es im Moment gibt, eigentlich der LS. Ganz genau. Das also wir sind nicht die Einzigen, die das zocken. Ja, und, 10 Millionen noch mehr oder sowas. Jetzt guck mal, ich darf ja über den YouTuber reden. Ich kenne ja den YouTuber bei sozusagen paar wörtlich und so. Der Toby Addictive. Wenn er bringt jetzt, wie schon zum Beispiel, vorher hat er von Echo rausgebracht. Von Echo haben seine Videos 24 Stunden danach haben seine Videos zwischen 5 und 800 Aufrufen gehabt. Beim LS, bei seiner LS Stattenbach, er bringt da ein Video raus. 24 Stunden später hat er 2.500-3.000 Aufrufe. Also ich habe auch mit dem Tobi geredet. Der meiste Aufruf, wo bekommt er von seinen Videos? Das ist der LS. Obwohl der von LS schon viele YouTuber machen. Ja, das ist ja auch plus noch die Sache. LS 17 ist ja jetzt schon bald 2 Jahre draußen. Mhm. Stimmt. Aber eben, wie schon gesagt, Giants macht ja das auch für YouTuber, dass sie können 2 Jahre den Simulator auch zocken, nicht denn übel bekommen und so und so und so und so. Das ist jetzt ein Simulator, wo sollten die wieder neu rausbringen, das ist der Bausimulator 2015. Sollten sie jetzt einen Bausimulator 2019 oder jetzt gerade 2018 machen, das wäre ja über Premium, aber ich glaube ja nicht, dass das kommt. Aber das, der Simulator hat auch einen großen Wert für mich. Das, wie jetzt gesagt, der Simulator ist jetzt schon über 3 Jahre draußen und man kann den immer noch spielen. Das stimmt. Jetzt, ich sag's jetzt ganz ehrlich, vom LS15 auf LS17 haben ja ein paar geile Sachen getauscht. Es sind geile Feature, sag ich ja nicht nein, weil wenn ich da jetzt nicht was Kirre Falsches erzähle, aber ich glaube, ich liege da richtig, beim LS 15 konntest du ja nichts in die Hand nehmen, liege ich da richtig? Ja. Ganz genau. Ja. Und deshalb beim LS 17, das haben sie natürlich gemacht. Noch ein paar Grafik haben sie gemacht. Ich glaube gerade nichts Großes anderes mehr. Aber ein paar geile Features. Ja. Spanngurte? Ah ja, Spanngurte. Ich glaube, ich bin nicht schon im 15er. Nein. Sicher? Ja. Ach, könnte sein. Ich bin jetzt bei 8 GB. Juhu, cool. Ich bin bei 6,2.
Ja, bald wechsle ich wieder auf OBS, Alter, ohne Fax. Junge, da wechselst du auf OBS mit Ruckel. Ne, bei mir nicht. Ne, auf jeden Fall, auch wenn wird es jedes Video bei mir 10 GB kosten. Das wäre mir. Aber dafür nehme ich jetzt Videos auf, Ruckel gar nicht und so und so und so. Weil du nicht vernünftig jetzt einstellen kannst, OBS. Ja! Du bist rausgetaubt. Mist. Jo, schau mal auf die Uhr. Ach ja, nice one, Leute. Dann, wenn es euch nur noch gefallen hat, lasst doch einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns doch bitte, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch bei beiden ein Kommi da, lasst doch bei beiden ein Däumchen da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss. Ciao. Aus rein natürlich unten verlinkt. Aus rein unten verlinkt. Ebenfalls genauso. Ciao.